Namen des Vaters, Gabor Ali. Im Namen des Sohnes, Gabor Ali. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen. Ich komme aus dem 15. Bezirk und wenn man im 15. Bezirk aufgewachsen ist, dann geht das auch nicht weg. Rudolfsheim 5 aus. Rudolfsheim 5 aus. Ich habe es hier sogar tätowiert, sieht man jetzt nicht, weil es unter der Uhr ist, aber die 15 ist sowohl auf meinem Arm als auch in meinem Herz immer präsent. Den 15 vermisse ich, auf jeden Fall. Und ich habe es schon gesagt, ich vermisse halt quasi meine Szene, in der ich war. Also ein bisschen die Jugo-Szene, die halt quasi unsere Parallelgesellschaft, die wir im 15 haben, die vermisse ich ein bisschen. So, erstens, die Idee zu Ghost kam mir, als ich in Amsterdam war und ich kiffe hier normalerweise nicht mehr, schon lange nicht mehr. Okay. Ich war in Amsterdam, habe auf meinen Flug nach Tokio gewartet und hatte nichts zu tun, habe gekifft und habe mich auf eine Brücke gesetzt. Und die ganzen Leute sind an mir vorbeigelaufen, haben mich nicht wahrgenommen und ich war in meiner Musik und dem ganzen Ding und habe mir gedacht, krass, ich bin irgendwie wie ein Geist, ich bin irgendwie, ich beobachte alle, aber die beobachten mich nicht. Ghost-mäßig, weil ich halt auch so durch meine Art, ich bin halt ungern auf Pop-Partys, auf Celebrity-Scheiß-Treffs, ich hasse das halt. Ja. Und ich bin auch sogar, wenn ich dort zum Beispiel irgendwo bin, bin ich mehr in meiner Ghost-Position. Okay. Ich bin weiter hinten mit meinen Jungs. Okay. Wenn ich im Club bin, bin ich weiter hinten mit meinen, ein bisschen wie ein Ghost, ich mag das nicht, dieses, hey, na, sehen und gesehen werden. Ich bin sehr froh, wirklich. Es war, fällt mir fast ein Stein vom Herzen, weil war halt lange Pause sozusagen. Ich habe ja bewusst wirklich eine Pause gemacht, weil ich nicht mehr wirklich wusste, okay, wohin geht die Reise. Mhm. Und ich habe halt jetzt meine komplette Kraft gesammelt, um zu zeigen sozusagen, was ich kann. Weil ich hatte halt mein 3.0 aka, wo ich diese poppigen Songs gemacht habe. Dann hatte ich mein Camorra aka, was dann schon fast Gothic Rap war so irgendwie. Mhm. Und ich hatte aber immer das Gefühl, ich kann nicht meine komplette Kapazität zeigen. Ja? Mhm. Und bei Ghost ist es halt so, dadurch, dass ich das zusammengeführt habe, dass ich, man darf mich nicht falsch verstehen, wenn ich das so sage, aber ich habe halt das Gefühl, ich habe keine Grenzen mehr in meiner Musik. Ich sehe kein Hindernis mehr und ich fühle mich übertrieben stark. Sehr, so, schön. Weißt du, so, also, sehr schön. Ich habe wirklich meine komplette Kraft. Mhm. Und das ist halt ein super Gefühl. Ich fühle mich so stabil und so kraftvoll wie noch nie. In Wien spüre ich, dass die Luft brennt. Aber in Wien hat das halt einen Grund, finde ich. Das ist, weil, wie ich es vorher schon angesprochen habe, diese Art Parallelgesellschaft, die wir hier in Wien haben, das ist nichts Schlechtes. Ja. Und natürlich ist halt quasi, man kann das so sehen, ein Wort bleibt ein Wort. Und wenn man so quasi international über Parallelgesellschaften redet, dann ist das natürlich ein verschreckendes und negatives Wort. In Wien hat man das, aber in Wien ist das so immer schon so gewesen, weil Österreich ist ein Vielvölkerstaat. Mhm. Ja. Und deswegen müssen sich die Leute hier davon lösen, von diesen Gedanken, dass das immer etwas Negatives ist. Ich komme aus dem 15, weißt du, so quasi, ich spreche halt so wie im 15, weißt du. Ich habe nie, erst Leute, was siehst du, Alter, kein Kuhn, gemacht. Das war nie jetzt meine Sprache, weißt, aber die österreichischen Wörter, die ich verwende, die werde ich auch nie. Vergeben. Kein Interesse. Fünf Haus. Wichtig. Braucht man fast nicht, jeder kifft.